Ja, hallo, ich bin Julian von techhive.de und wir sind hier auf dem Samsung Global SSD Summit. Ich bin jetzt gerade in dem Hotel, wo das Ganze stattfindet. Ihr seht auch hier im Hintergrund, ist im Prinzip der Eingang. Wir werden uns einfach mal reinschauen, was es hier so alles zu sehen gibt. So, also wie gesagt, hier ist der Eingang, hier geht es dann rein und hier vorne haben wir auch schon die neuen schicken SSDs ausgestellt. Hier eine kleine Demo auch, wie das Ganze funktioniert, was alles so in der neuen SSD steckt. Also oben natürlich der Anschluss, die SSD an sich, Controller, DRAM, der NAND-Speicher und so weiter. Hier vorne haben wir auch wieder die typischen Demos, eine 840 Evo SSD im Vergleich mit einer normalen Festplatte und sehen dann auch schon, dass hier ja das Ganze natürlich hier mit der SSD um einiges schneller ist als mit der HDD. Haben wir auch noch einen Vergleich der neuen PCI Express SSD gegen eine normale SATA SSD. Wir sehen hier oben natürlich, klar, wir sind hier fast schon im Gigabit-Bereich mit einem schicken Sony Ultrabook auch. Und hier oben dann ja knapp die Hälfte der Geschwindigkeiten, gehen dann natürlich hier noch weiter und sehen dann hier, wie fleißig Fotos gemacht werden. Hier vorne haben wir dann noch den Enterprise-Bereich mit den SSDs, die auch schon bis zu 1 Terabyte, beziehungsweise 1,6 Terabyte hier haben. Hier die Mini PCI Express SSD, diese hier steckt glaube ich im MacBook Air, beziehungsweise diese hier bin ich mir nicht sicher, PM841, und haben dann hier im Prinzip vorne, müssen wir kurz mal schauen, dass wir hier seitlich vorbeikommen, die 840 Evo SSD, die es jetzt eben heute neu gibt. Hier einmal die 1 Terabyte SSD, die eigentlich auch kaum größer ist als die normale SSD, das heißt 1 Terabyte SSD im Notebook, das ist natürlich schon sehr, sehr schick. Ja, dann gehen wir mal kurz hier weiter und gehen mal in den eigentlichen Raum rein, wo die Präsentation stattfindet, SSD Global Summit. Schauen wir mal kurz hier rein. Hier hat dann eben gerade die Einführungspräsentation stattgefunden. Hier kann man dann sitzen und natürlich auch arbeiten. Es ist gerade leer, denn es ist jetzt kurz vorm Essen. Das Essen hat noch nicht begonnen. Aber wir schauen einfach mal, ganz vorne rechts sitzen die ganzen deutschen Kollegen, wer noch alles da ist und fleißig ist. WLAN hat vorher ganz gut funktioniert, jetzt leider nicht mehr so, deswegen bin ich auch mal kurz beim Video machen. Ja, hier sitzen noch ein paar, hier rechts leider nicht mehr, hier vorne ist mein Platz. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel den Chris von All About Samsung. Hallo. Moin. Wie fandest du die Präsentation? Ja, sehr viele technische Details, schon ganz interessant eigentlich, aber ein bisschen viel, weiß nicht, ob das so den normalen Kunden, Leser interessiert. Hast du es am Ende verstanden mit dem neuen NVM Express Zeug? Ja, Non-Volatile Memory Express, glaube ich. Das ist ja so ein neuer Standard anscheinend für den Anschluss von Speichern an Computer, so quasi der Nachfolger von SATA. Und halt speziell optimiert für NAND, also SSDs. Okay. Genau, dass jetzt optimiert wurde, weiß ich aber auch nicht. Okay, wenn wir direkt noch vielleicht bei Samsung fragen, ja, dann sehen wir uns bestimmt später. So, schauen wir hier noch weiter. Hier ist dann eben die Bühne, wo nachher noch weitere Dinge vorgestellt werden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal zum Essen und schauen, was es da noch Schickes gibt. Ja, wie versprochen sind wir jetzt hier beim Essen. Hier unten ist das Buffet auch schon aufgebaut. Das ist das Problem, dass die meisten schon gegessen haben. Aber dass ihr mal seht, was man hier so am Tag über bekommt. Ziemlich klassische koreanische Gerichte eigentlich. Wie zum Beispiel hier Fried Cheese Style Pork with Sweet and Sour Sauce und so weiter und so fort. Wir schauen mal hier weiter. Hier gab es auch bis vorher noch Fleisch. Hier gibt es noch fischmäßig etwas, Garnelen, hier vorne noch lecker Nachtisch, Kuchen und so weiter. Hier vorne nochmal Garnelen, alles schön frittiert. Hier ist dann der Raum, wo man essen kann. Und hier vorne das Menü. Da steht dann, was es alles heute Mittag gab zum Essen. Links, wer Koreanisch kann, kannst du natürlich auch auf Koreanisch lesen. Rechts auf Englisch ist ein wenig einfacher. Und hier vorne dann noch auch diverse Sachen, wie zum Beispiel eine Suppe, Salat, diverse Arten.
Und hier vorne auch noch so Dinge wie Melone und Tomaten. Ja, das war's vom Essen. Ich denke mal, das langt auch für den kleinen Beitrag für heute. Gleich gehen die Sessions weiter und dann werden wir euch weiter von den Neuigkeiten hier berichten.